Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Bowser's Fury. Wir befinden uns auf dem Berg Feuerfauch. Nice. Und das Wunderbare an der ganzen Sache ist, dass ich tatsächlich direkt von hier aus anfangen kann. Hin und wieder habe ich die Erfahrungen gemacht, dass, ja, nach dem Abspeichern und wenn ich wieder angefangen hatte, das Spiel zu spielen, dass ich plötzlich ganz woanders war. Hey, nice, da sind ja Wutblöcke. Ist ja cool. Ja, wollen wir jetzt auf Bowser warten? Nee, das könnte ein bisschen lange dauern, ne? Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier umsehen. Hey, da war ein Pixel-Luigi. Was? Die gibt es hier in diesem Spiel auch? Oder habe ich schon mal einen Pixel-Luigi gesehen, nur ich habe das nicht mal auf dem Schirm? Tatsächlich. Ey, pass auf. Ey, pass auf. Sag mal, Feuer, Bruder. Nein, ich glaube, ich spinne doch. Die Tanuki-Form ist weg. Oh, eine Scharniere. Mhm. Da ist ein Fragezeichen. Gut. Ja, ich würde vorschlagen, wir chillen erstmal in der Superform. Yeah, Bowser Jr., was geht? Nice! Sehr schön, macht ihr die ganzen Münzen klar. So, uns fehlt hier noch ein Katzeninsigne und auch die 5 Katzenstücke, oder? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir hier schon angefangen hatten. Nee, da ist auch schon ein Katzenstück. Kann ich einfach rüberspringen? Ich versuch's mal. Schön auf den Schatten mal achten. Wunderbar, Bowser Jr. Und das ist das zweite Katzenstück. Mist, ey, das fängt ja schon mal schlecht an. Okay, die Münzen machen wir uns auch nochmal klar. Yeah, nice, Bowser Jr. Super, sehr schön. Okay, super. Wir haben eben gerade die 100 Münzen voll gemacht. Deswegen gab es ein Power-Up-Item. Wonderful, wonderful. Oh, könnte in dem Block etwas sein? Ah, das schauen wir uns noch an. Ich möchte erstmal hier weitermachen. Ey. Dieser Berg gefällt mir doch. Dieser Berg gefällt mir. Ach, dieser Block, ey. Ach, ich weiß nicht. Nicht, dass da etwas Wichtiges drin ist. Okay, alles klar. Ja, in der Tanuki-Form würde ich gerne weitermachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich viel zu wenig in dieser Form unterwegs war. Mist, ey, das wird ein bisschen, ja, schwierig. Aber geht schon klar. Hier sind nur Münzen. Oh nein, die Tanuki-Form. Oh, geil, ich habe mich noch gesaved. Du willst mir doch nicht sagen, dass hier nur Münzen sind. How low? Okay, schnell, schnell, rauf da. Nicht, dass hier etwas Unsichtbares ist. Nee. Okay, dann ordentlich stampfen. 3 Münzen klar machen. Hinfort Katzenbully-Prinz. Ja, okay, alles klar. Alles klar, dann kümmern wir uns um Bully. Ist hier etwas? Wieder nur Münzen. Und auf der anderen Seite sind auch nur Münzen. Nein, verdammt. Was war das denn? Verdammt, ich dachte, ich bin am Fliegen. Oh, sorry, Bowser Jr. Mist. Jetzt bin ich gerade krass am Failen. Ich sollte abhauen. Mir schnell ein Power-Up-Item klar machen. Und zwar die Boomerang-Blume. Gib ihm. Ich mag sowas gerne. Okay, alles klar. So, wie bekommen wir jetzt dieses Katzenstück? Ah, indem ich hier vielleicht Wandsprünge tätige. Yeah, let's go. Pass auf vor der Lava. Pass auf vor der Lava. Das war das dritte Katzenstück. Sag mal, wo ist denn das erste? Das erste Katzenstück sollte nicht allzu entfernt sein, glaube ich. Ich gehe mal hier rein. Abkürzung und so. Oh, jetzt kommt Wut Bowser. Und ich habe mich treffen lassen. Okay, hier ist ein grünes Rohr, was ziemlich nice ist. Können wir so zum Anfang zurückkehren? Mal überlegen. Ich weiß nicht, soll ich kurz runterspringen? Ich glaube, ich springe kurz runter, liebe Leute. Ja, ich mache das kurz. Wegen den Wutblöcken unten. Und außerdem können wir uns nochmal genauer umsehen wegen dem ersten Katzenstück. So, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wo waren noch mal die Wutblöcke? Hier? Hier vielleicht? Ja, da unten. Okay, alles klar. Warte mal, wie kriege ich die denn zerstört? Das ist eine gute Frage. Ja, nice. Ups. Oh, nein. Bin ich noch auf dem Trampolin? Schnell, Mario, du musst da rein. Schnell, 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 schnell. Okay, sehr schön. Zerstöre die Wutblöcke, das haben wir gemacht. Jetzt haben wir 46 Katzen-Sprites. Ich wollte demnächst gegen Wut-Bowser kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Part noch hinkriegen werde. Aber ich denke, aller spätestens im nächsten Part, da wir jetzt mittlerweile 46 Katzen-Sprites haben. Ich glaube, Wut-Bowser ist ready für den Final Fight. Alles klar? Er verdrückt sich. Gut, das hat sich gelohnt, kurz hier runter zu springen. Okay, wieder in der Superform. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Ich hole mir mal kurz das Tanuki-Blatt.
Okay, jetzt muss ich echt überlegen, wie rette ich mich jetzt? Mist. Okay, ja, alles klar. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Wo könnte denn das erste Katzenstück sein? Nee. Da auch nicht, okay. Da waren wir ja schon. Sag mal, wo ist denn das erste Katzenstück? Das ist gut versteckt. Hey, hier ist ein Fragezeichen. Bowser Jr. I need your help. Ja, hier. Ja, sehr schön. Ja, jetzt mach eine. Okay, nice. Ich dachte schon, das erste Katzenstück ist hier, aber das wäre ein bisschen unwahrscheinlich, oder? Ey, da ist es ja. So, da ist es. I found it. Aber wie hole ich das jetzt? Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Warte mal. Wo ist denn die Scharniere hier für diesen Spaß? Das kann man sich ja tatsächlich klar machen damit. Warte mal, ich suche mal kurz. Feuerbruder sollte nicht mehr hier sein. Um den habe ich mich ja schon gekümmert. Hä, wo ist denn... Ach, da, alles klar. Gut. Let's go. Nice. Sehr schön. Gut, gut. Das hat sich gelohnt, das nochmal zu wiederholen. Nebenbei machen wir uns dieses Katzenstück klar. Nice, das war auch das erste. Supidupi. Dann geht's weiter mit diesem Berg. Mit dem Berg. Feuerfauch. Let's go. In der Boomerang-Form? Ja, warum nicht? Geht schon klar. Ja, ich sollte jetzt keine Tanuki-Blätter mehr benutzen. Ich habe nur noch ein Tanuki-Blatt-Item. Oh nein. Oh nein, das meinst du doch nicht ernst. Hä? Das meinst du doch nicht ernst. Was? Aber das Ding kommt ja nicht mehr zurück. Wieso? Du willst mir doch nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt auf Wut Bowser warten muss für diesen Spaß. Ey, das ist ja richtig ätzend. Das ist jetzt richtig ätzend. Mann, gibt es echt keine Möglichkeit, dort anzukommen? Och nö, ne? Das ist doch fatal, Mann. Hä? Ich glaube, ich spinne. Mist, wo hätte ich das denn wissen sollen? Kann ich das mit Bowser Jr. schaffen, indem ich die ganze Zeit auf ihn raufspringe? Nee, lass mal. Na, der haut ja ab. Hä, wie soll ich das machen, liebe Leute? Ohne Witz, muss ich auf Wut Bowser warten? Hä, das schaffe ich doch niemals in der Tanuki. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, auf diesen Berg muss ich verzichten, wobei... Kann ich nicht auch von der anderen Seite aus da ankommen, aber da ist keine Scharniere. Och Mist, Mann. Richtig stupid. Was habe ich denn gemacht? Wo hätte ich das denn wissen sollen, liebe Leute? Och nö, ne? Wollen wir jetzt wirklich auf Wut Bowser warten? Auf unnötig? Hä, wieso ist da ein Fragezeichen? Ach, da kann man reinspringen. Oh, ich glaube, Wut Bowser kommt wieder. Ja, okay, alles klar. Oder? Oh, ich dachte, die Melodie hat sich verabschiedet. Aber es regnet. Es regnet. Okay, alles klar. Mal gucken, ob wir dort irgendwie Blöcke bekommen werden. Dann könnte ich da tatsächlich einmal rüber jumpen. Ui, fast hätte ich die Tanuki-Form verloren. So, jetzt bin ich gespannt, ob wir so eine Hilfe bekommen. Ja, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jawohl, sehr schön. Ja, nice, nice, das ist es. Das ist es, liebe Leute, das ist es. Schatten, 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 Junge, Schatten. Okay. Ups, falsche Richtung. Duck dich. Ich hab mich doch... Ey, sag mal, willst du mich reinlegen? Wieso ich... Da war meine Chance. Ich glaube, ich spinne. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr. Dann schaue ich mal weiter. Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit, hier voranzukommen. Nein, komm jetzt. Nee, ich habe echt keine Ahnung mehr, was ich machen soll, liebe Leute. Das ist doch richtig fatal. Oh, ich habe mich schon wieder treffen lassen. Der Block ist weg. Richtig... Also das ist doch... Oder warte mal. Ah, Tanuki-Blatt habe ich ja nicht mehr. Vielleicht hätte ich die Scharniere erreichen können. Nee, gut, dann kann ich mich jetzt erstmal um diesen Berg nicht kümmern, oder? Also, ich fühle mich ein wenig lost. Ein wenig zu viel sogar. Münzblock. Nice. Brauchen Münzen. Oh, wie komme ich denn jetzt da oben an? Dort? Das ist ja richtig nervig. Das ist jetzt richtig nervig. Oh, was ist denn hier los? Ja, okay, dann wisst ihr was? Wir kämpfen einfach gegen Wut Bowser. Ja, machen wir. Ich meine, die Gigaglocke ist hier. Ja, irgendwas will ich auf jeden Fall in diesem Part erleben.
keine Lust, mal so verplant und chaotisch unterwegs zu sein. Okay, 46 Katzensprites. Reicht das aus, um den Final Fight auszulösen? Mir wurde in den Kommentaren gesagt, 40 bis 50 Katzensprites. Okay, ich bin gespannt. Giga Mario, beziehungsweise Giga Katzen Mario, oder doch andersrum. Jedenfalls geht es jetzt ans Eingemachte. Okay, gut, da hinten ist die nächste Katzenglocke. Oh, Junge, der hat neue Moves am Start. Und ich habe in einem Kampf herausgefunden, dass man ihn hier mit diesen Blöcken angreifen kann, den Bowsy Mosey. Oh, pass auf, Junge. Okay. Aber ich sollte mir vielleicht so einen Block einmal klar machen. Was sind denn das jetzt für Bälle? In dieses Ölzeug will ich ja auch nicht rein. Ach, ich mache folgendes. Springen. Sehr schön. Ah, ich habe ihn nicht erwischt. Ja, jetzt. Let's go, schnell. Ja, okay. Der Treffer war gut. Oh. Wo sind die Blöcke, Bowser? Ah, immer schön auf Bowser schauen. Jetzt könnte ich doch auf dieser Plattform stehen, aber der Katzensprite ist nicht da. So, let's go. Wo bist du? Da hinten. Ich komme. Boah, Junge. Pass auf, Mario. Mario, pass auf. Reicht das? Oh, schade. Da habe ich wohl zu früh den Block abgeworfen, aber die Richtung war gut. Jedoch war das Ganze ein bisschen zu früh. Ja, wo bist denn da? Ich finde dich nicht mehr. Ja, da bist du. Ach, Mist. Okay, let's go, Mario. Stampfen schnell. Bam. Okay. Nix mit dem Final Fight oder was? Warte. Warum, Bowser? Sei mal nicht so. Sei doch nicht so. Schade. Der hat sich verdrückt. Dieser Sprite ist so cool. Super Mario Bros. Style. Jedoch sieht dieser Bowser ganz anders aus. Klar, es geht hier um Wut-Bowser. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Ich kann nicht glauben, wie groß und stark Papa jetzt ist. Jedes Mal, wenn er auftaucht, wird es schwieriger, gegen ihn zu kämpfen. Ganz sicher werden wir es schaffen, ihn zu seinem normalen, furchteinflößenden Selbst zurückzuverwandeln, wenn wir es immer weiter versuchen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. 50 für die Erweckung der Gigaglocke. Okay, alles klar. Ich brauche ja noch 40. Das geht ja auf jeden Fall klar. Ich glaube, ich werde einmal das Spiel gleich beenden. Hä? Ich habe einen Stern bekommen. Okay. Und nochmal neu starten. Weil ich komme hier gerade auf dem Berg Feuerfauch überhaupt nicht klar. Hä? Er kommt schon wieder? Ja, das ging aber schnell. Mist, Mann. Mir fehlen aber 4 Sprites. Wow, das sieht ein bisschen anders aus, beziehungsweise irgendwie wirkt das jetzt auf mich anders. Okay, aber da hinten ist nochmal eine Gigaglocke. Okay, alles klar, die Katzen, ja, mit denen sollte ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Ah nee, das ist keine Gigaglocke. Hey, hier ist ja eine Piranha-Pflanze. Nice, okay, schnell ein Power-Up-Item klar machen. Wie wäre es mit der Boomerang-Blume? Ja, was kann man denn jetzt hier machen? Katzenvorsicht zum Frühstück. Ach Mist, ey. Mist. Okay. Warte mal, kann ich sie nur mit Bowser oder mit Bowser Jr. bekämpfen? Kann Bowser Jr. was bewirken? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Ein Tanuki-Blatt. Ich nehme das noch nicht, falls Bowser mich angreift. Hier, Bowser Jr., kannst du was machen? Nee, dann müssen wir vielleicht doch mit Bowser arbeiten. Oder ich hätte vielleicht mit der Piranha-Pflanze arbeiten müssen, aber ich habe sie ja verloren. Oder kommt sie immer wieder zurück? Ja, sie kommt immer wieder zurück. Supidubi. Wieso ist hier ein transparentes Rohr? Wollen wir mal kurz da unten die Lage abchecken. Ach, vielleicht kann man so das Fragezeichen da unten erreichen. Nö, okay, dann checken wir mal kurz diese Gegend hier einmal ab. Was haben wir hier? Ein Pilz? Ja, warum nicht? Kann man machen. So, da ist es am Leuchten. Ja, nice. Warum sind hier Trampoline? Oh, Fragezeichenblock. Gleich mal abchecken. Oh, Münzen. Yeah, Münzblock. Okay, dann springen wir mal und machen uns ein paar Münzen klar. Bowser sollte auch demnächst verschwinden.
Yeah, nice. Okay, dann wissen wir, was gleich zu tun ist. Wir machen uns die Piranha-Pflanze klar und kämpfen gegen die Katzenfussis. Boah, rechtzeitig abgehauen, du. Oh, nein, verdammt, Mann. Ich wollte mir den Fragezeichenblock klar machen. Ja, jetzt will ich nicht mehr, dass er hier ist, der Wut-Bowser, aber jetzt ist er hier. Der sieht doch richtig episch aus. Ist er immer noch am Start? Ja, ich chill einfach hier. Ah, oh, geil, ich habe mich nicht treffen lassen. Oh ne, die Pflanze wurde besiegt. Oh, da ist sie wieder. Ah, wie bekomme ich denn den Katzen-Sprite? Stimmt, Propellerbox vielleicht. Oh, das wird hier ein bisschen heiß. Ach, ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch keine Lust, die ganze Zeit zu warten. Okay, ich laufe einfach hier. Mist, 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 Mist. Nicht so schnell unterwegs sein. Oh, schnell. Bowser Junior, danke Kumpel. Oh, die Pflanze hat sich gerade verabschiedet, na toll. Dann muss ich sie mir nochmal holen. Ja, cool, die Aufgabe gefällt mir. Nur, dass jetzt Bowser erschienen ist, ist ein bisschen anstrengend. Und das so schnell. Ich meine, mir ist ja schon in den ersten Parts aufgefallen, dass er ziemlich schnell auftaucht, aber jetzt ist er ja richtig schnell aufgetaucht. Ja, pass auf, Mario. Ja, schön. Ah, da ist eine weitere Piranha-Pflanze. Supi. Schnell, schnell. Mario, pass auf, Kumpel. Ah, wir haben uns noch gut gerettet. Wir haben uns noch gut gerettet. Sehr schön. Nein, verdammt, ich bin in der kleinen Form. Wo bin ich? Kann ich mich noch retten? Ja. Richtig knapp. Donutblöcke. Donutblöcke. Abhauen. Abhauen. Okay, nice. Noch gut gelöst. Sag mal, hau doch endlich ab, Kollege. Du gehst mir richtig auf die Nerven. Ich kann mich ja gar nicht hier in Ruhe auf die Aufgabe konzentrieren. Ey, der Kollege ist ja richtig böse am Nerven. Verdammt, da muss ich nochmal abhauen. Ah, jetzt habe ich mich auf blöd treffen lassen. Na toll. Gut, dass ich genug Power-Up-Items am Start habe. Nee, bleib mal bei mir, Kumpel. Ey, der kann doch endlich mal abhauen. Ist er gerade dabei? Absauen? Nee, sag mal. Wie hinterhältig ist der? Ich kann mir gerade keine Giga-Glocke klar machen. Hau ab! Ey, du gehst mir doch auf die Nerven, Mann. Ja, was soll ich machen? Ich laufe mal von hier. Ach nein. Nein, verdammt. Das ist nicht einfach die Aufgabe. Aber sie macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ups, 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 ups. Kann ich mich hier verstecken? Nein, die Pflanze ist weg. Kommst du wieder? Bitte, 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 bitte. Schnell, schnell. Da ist sie. Da ist sie. Nein, sie ist jetzt wieder weg. Nein, ich wurde erwischt. Her mit dem Pilz. Danke. Pflanze. Let's go. Let's go. Abbauen. Pass auf. So. Perspektive ändern. Abwarten. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich muss hier einmal durch. Ich muss hier einmal durch. Ja, auch wenn ich nur einen kriege. Noch einen. Komm. Die beiden auch nochmal. Den auch nochmal. So, wo ist der andere? Da hinten waren noch drei. Nee, zwei. Ich krieg sie noch. Oh, Junge. Jawohl. Und jetzt abhauen. Und jetzt abhauen. Mist, ich wurde erwischt. Ich habe keinen Pilz mehr. Ich habe keinen Pilz mehr. Pflanze, ich brauche die nicht mehr. Danke für alles. Oh nein, ich wurde erwischt. Ich muss abhauen. Schnell, mach dir den Katzen-Spike klar. Oh, ja, 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 ja. Ja, 47. Bam. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part den Bergfeuerfauch wieder anschauen können. So, jetzt verschwindet der Kollege wieder. Du Nervensäge. Alles klar, alles klar. Wir sind ihn losgeworden. Das ist ja schon mal sehr gut. So, dann machen wir wohl weiter. Die Pflanze können wir in Ruhe lassen. Na, wie gesagt, wir machen definitiv weiter mit dem Bergfeuerfauch. Jedoch werde ich einmal das Spiel verlassen. Was? Sag mal, was ist hier los? Der kommt schon wieder? Warum? Irgendwann ist Schluss mit lustig. Irgendwann ist doch Schluss mit lustig. Schnell, Bowser Junior. Ja, schnell. Ja, du schaffst das.
Nice, Feuerblume. Okay, ich brauche definitiv einen Ort, an dem ich mich verstecken kann. Ich glaube, diese Stelle ist gar nicht mal so verkehrt. Okay, Leute, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier einen Cut machen. Im nächsten Part schauen wir uns dann den Berg Feuerfauch an. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.